Hallo, in diesem Video möchte ich auf die Elementverlegung eingehen. Im Grunde genommen denkt ja jeder, dass man bei der Elementverlegung immer nur an Blechkassetten denken muss. Ich habe mir hier dazu ein eigenes Beispiel oder ein Beispiel vorbereitet. In diesem Fall ein faltbares Tor. Dieses Tor kann ich mit verschiedenen Varianten auswählen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit zwischen Blechfüllung, Glasfüllung oder keiner Füllung zu definieren. Kann diese natürlich auch jederzeit einzeln definieren. Das heißt, ich möchte hier eine Blechfüllung haben, möchte aber nur drei Riegel haben. Hier möchte ich vielleicht zwei Riegel haben und bei den dreien möchte ich auch das Glas lassen, möchte aber jeder nur zwei Riegel haben. Das heißt, ich habe hier die verschiedensten Varianten, die ich hier ein- und ausschalten kann, auch von den Werkstoffen, abhängig von dem, was ich hier erzeuge. Das heißt, hier in diesem Fall sehe ich das Glas. Wenn ich auf eine Blechfüllung gehe, wo habe ich das Blech? Hier habe ich das Blech, habe ich dann andere Werte, wo ich auch dann den Werkstoff abändern kann oder die Beschichtung abändern kann. Das heißt, das kann ich hier ganz einfach konfigurieren und mit OK kann ich dies natürlich einbauen. Im Hintergrund liegt natürlich ein parametrisiertes Element, was ich mir einmal vorbereitet habe und so hätte ich zum Beispiel hier meine faltbaren Tore definiert. Dies kann ich natürlich jederzeit über die Elementverlegung wieder editieren und abändern, zum Beispiel die Größe. Ich möchte hier die Größe editieren und möchte hier statt 5000 einfach die Höhe von 4000 übernehmen und eventuell das letzte Feld soll, warum auch immer, um einen Wert größer werden. Das heißt, ich habe hier einfach einzelne Maße genommen und komme hier wieder rein in meine Elementverlegung, möchte aber zusätzlich beim letzten anstatt Glas Blech haben, möchte hier den Riegel erweitern oder ergänzen und kann hier auf schnelle Art und Weise die Tore abändern. Dies kann in weiterer Hinsicht natürlich mit der Vorlagenzeichnung kombiniert werden und so habe ich sehr schnell natürlich mit einer gewissen Vorbereitungszeit meine parametrisierten faltbaren Tore definiert.